Wir sind hier im wunderschönen Lübeck. Es geht um das Thema Wohnen. Der DGB macht heute hier die zentrale Auftaktveranstaltung. Um darauf aufmerksam zu machen, wie die Mietsituation hier bei uns in Norddeutschland ist. Das Ganze findet im Rahmen des Zukunftsdialogs statt. Wir wollen mit dem Zukunftsdialog auf die Menschen zugehen. Und schauen, was ihnen unter die Nägel brennt. Soziales Europa, Mobilität, Bildung. Bezahlbares Wohnen. Wir machen deutlich mit den Schildern, wie teuer es geworden ist. Dass es nicht irgendwo ist, wo die Miete sich falsch entwickelt, sondern dass es im Ort ist, im eigenen Ort, in Kiel, in Rostock, in Wismar, in Hamburg. Und haben die regionale Daten auch zusammengestellt auf den Ortsschildern, um einfach deutlich zu machen, es muss viel mehr passieren als das, was die Politik heute macht. Es ist einfach wahnsinnig schwer, angemessene Wohnungen zu finden. Wir haben in den unterschiedlichen Großstädten in diesem Land, in Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein, in Hamburg, riesiges Problem mit den Mieten. Gerade die jungen Menschen können sich Steigerungen von bis zu 15% allein in Kiel schlicht kaum noch leisten. Es kann nicht sein, dass die Arbeitnehmer draußen wohnen müssen, vor den Städten, und Arbeitszeitverkürzungen, die wir erkämpft haben, auf der Autobahn verbringen, weil sie länger pendeln müssen. Das ist unser mobiles Wohnzimmer, mit dem wir heute hier in der Lübecker Innenstadt stehen. Wir sprechen Leute aktiv an und wollen mit ihnen ins Gespräch kommen. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann merkt man schnell, eigentlich hat da jeder irgendwie seine Erfahrung gemacht. Gerade eben hat mir ein Passant zum Beispiel erzählt, dass er rausgekündigt wurde aus seiner Wohnung, weil der Mieter Eigenbedarf angekündigt hat. Er glaubt das aber nicht. Also da kriegt man eine ganze Menge Rückmeldungen. Die Bild-Zeitung heute an unserer Seite, wir machen Aktionen in Lübeck, und die titeln mit Wuchermieten. So sieht's aus, Leute. Wir sind nun in den Mediadocs hier in Lübeck. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Wir sind schon ganz gespannt auf die Diskussionsbeiträge. Wir sagen als DGB, wir brauchen pro Jahr mindestens 400.000 Wohnungen, die zugebaut werden. Der Markt alleine kann es im Moment nicht richten. Wir müssen bauen, bauen, bauen. Wir brauchen mehr Wohnungen.